Ich bin da, der Michi ist da, Zeit für Let's Plays. So, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer ersten Folge Minecraft. Wer hätte gedacht, dass wir das mal zusammen zocken? Da ist der Nerd. Sogar mit. Gib mir hier, rück mir voll auf die Pelle. Ich würde sagen, ersten Tag machen wir hier mal ein bisschen speedmäßig. Einer geht auf die Suche nach Schafen. Damit wir schnell. Ich schlage gerade ein Schaf mit dem Fleisch seines Kollegen. Das ist gut. Oh Gott, ich bin gerade voll in der Steuerung von Satisfactory. Komm überhaupt nicht klar gerade. Voll assi. Na, erzähl doch erstmal den Leuten ein frohes neues Jahr und sowas. Also frohes neues, Leute. Ich bin so böse. Er ist überhaupt nicht sozial, Alter. Nee, ich bin ganz ätzender Typ. Gut. Absolut. Mit mir ist nichts anzufangen, das ist einfach so. Ja, wir spielen Minecraft. Warum spielen wir Minecraft? Müssen wir Minecraft erklären? Finde ich gerade viel wichtiger. Nee, Minecraft müssen wir eigentlich nicht erklären, aber ich persönlich bin durch das Spiel, durch meinen Sohn gekommen. Hallo Henny, falls du das siehst. Danke, dass du uns auf das Spiel gebracht hast. Und ja, wir haben eigentlich ganz schnell gemerkt, das ist eigentlich recht cool, oder? Eigentlich ganz witzig, ja. Ne, man kann eine Menge Humbug machen. Ja. Ich frage mich nur gerade, warum kann ich... Achso, vielleicht, weil ich wieder einmal zu blöd war und wieder einmal in der Satisfactory Steuerung verhaftet war. Ich habe dir hier mal ein Schwert hingeschmissen. Kannst du mal holen? Unfassbar. Ich habe es dir doch nicht hingeschmissen, weil es wieder in meiner Hand ist. So. Kamera, du liegst, stehst irgendwie kacke. Irgendwie bist du im Bewegungsspielraum meiner Maus. Das nervt mich. So. Also ich habe schon mal drei Wolle gefunden und drei Fleisch. Das ist gut. Oh, Alter, die Steuerung unterscheidet sich echt arg. So, dann baue ich einmal fix ein paar Steine ab. Und dann können wir nämlich gleich Steinwerkzeug machen. Holst du Dings hier? Was? Wolle? Wolle. Ich bin schon unterwegs, ja. Mehr Wolle. Ich glaube, der Grund ist auch, warum wir uns in Minecraft tatsächlich sehr wohlfühlen, ist, dass wir schon jahrelang Survival-Games zocken, wie Seven Days to Die oder The Forest oder so. Und das sind ja alles Ableger von Minecraft, so wie ich das mitgekriegt habe, oder? Ja, so streng genommen ist das nicht ganz verkehrt. Also Minecraft war, glaube ich, als erstes da in der Form. Obwohl, weiß ich doch, Minecraft ist schon echt arschalt. Ja. Ne? Und zuerst hat mich immer diese Blockgrafik echt abgeschreckt, aber mittlerweile finde ich das eigentlich sehr charmant, das Ganze. Also ja. Ja, es muss ja einen Grund haben, warum alle drauf stehen, ne? Absolut. Und man, also ich habe ziemlich schnell gemerkt, warum. Also du bist hier frei ohne Ende. Ja. Die ultimative Freiheit. Und es ist halt echt Leisure-Gameplay, ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Ne, das ist ziemlich casual, ne? Nicht zu simulationslastig. Simulationslastig finde ich in dem Zusammenhang witzig. Ja, wenn du jetzt sowas wie Seven Days oder Conan Exiles zockst oder sowas, dann merkst du halt schon. Ja, natürlich. Sterben ist schon schwer in dem Spiel. Also nicht unmöglich, aber so wirklich Gefahren ausgesetzt bist du nicht oft. Komm, sei ehrlich. Du hast, also wir haben das ja schon offline öfters mal gezockt und doch, wir sind schon das ein Einzelteste aufgegangen. Aber in der Regel durch Dummheit. Durch Dummheit, ja. Ja, also nicht irgendwie, dass hier, weil hier riesen Gefahren im Spiel gelauert hätten. Tatsächlich hattet ihr einige Sachen gesehen, die wir offline gemacht haben. Also das war schon preisverdächtig. Also, war dezent witzig auf jeden Fall, ja. Ne, kommt mal machen. So, ich habe jetzt gleich jetzt ein bisschen Steine. Vielleicht kannst du mal nebenbei so in der Aufnahme jetzt hier so ein paar Bilder von deiner Offline oder von unserer Offline-Base mit reinschneiden. Also was wir da schon gezimmert haben, ist schon. Ja, das könnte ich auch nicht mal machen. Ich müsste sie erstmal aufnehmen, aber ja. Grundsätzlich also möglich. Ne, diesmal baue ich auch den Turm von Minas Tirith. Ganz klar. Unfassbar. Ne, ich habe Kohle gefunden. Das ist gut. Bring gleich mit dir den Scheiß. Ja. Alles, was wir gleich da haben. Hab ich hier nirgendwo anders Stein, nur unter Wasser, ey. Ist doch zum Kotzen. Moment mal. Ich schon eine Schaufel? Schaufel? Nein, Schaufel habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe einen schönen Höhlengang gefunden. Das ist erfreulich. So, komm mal her. So. Mach mal weg den Scheiß. So.
über Wasser steht, kann man viel schneller abbauen. Das also falls es da draußen irgendwelche Minecraft-Cracks gibt, also totale Profis oder so, und ihr irgendwas... Und ihr einfach nur denkt, was sind das für Idioten? ...ultimativen Tipps für uns habt, ne, dann schreibt es mal in die Kommentare, weil wir sind... Eigentlich sind wir noch ziemlich Noobs in diesem Spiel. Ziemlich Noobie unterwegs, ja. Aber es macht gar nichts. Wir haben Spaß. Ja, wir machen wahrscheinlich alles... Ja, bestimmt lernen wir auch schnell. Also ich, Michi, geht so. Ich bin semi-schlau. Ja, und Michi, unser Schulversager. Was soll man da sagen? Oh. Ich habe noch nicht mal eine Axt, ey. Scheiße. Das renne ich hier nochmal hin. Ein Schulversager. Mit der Reife gespaßt. Ja. Sagte der Studierte. Siehst du, jetzt lässt er schon wieder sein Pädagogenpimmel raushängen hier, Alter. Weißt du, jeder, der einen Hochschulabschluss hat, sagt dir mit hoher Sicherheit, dass ich mit meinem Sozialpädagogik-Scheiß nach Hause gehen kann. Verpiss dich, du Lusche. Ich wollte sagen, total überall aneckst und total als Noob dastehst. Ja, ne, ich habe quasi die Schildkröte unter den akademischen Graden. Nichts wert. Aber du bist trotzdem ganz süßer. Ja, weiß ich. Also muss ich sein. Geht nicht anders. Warum war eigentlich gleich hier unsere Base, so schön am Strand? Ich glaube, ich habe dich gerade aus den Augen verloren. Ich bin irgendwie... Du bist ein Idiot. Straight weg. Du bist echt ein Idiot. Warte mal, ich mach mal ein schnelles kleines Türmchen und stürze mich dann ins Meer. Todesmütig in die Wellen, ja? Ja. Aber Ragnar, ich glaube, ich muss mal ein bisschen ärgern. Ich habe etwas, was du nicht hast. Was denn? Freunde? Du bist dein einziger Freund. Ja, den Scheiß, den du da trinkst, ey, das würde ich nicht Kaffee nennen. Deine Milchsüßkacke, ey. Die kannst du dir an die Backe kleben. Trinkt überhaupt nicht süß, da ist nur ein Schuss Milch drin, Alter. Ja, siehst du, das reicht doch für süß. Der Einzige, der hier süß ist, das bin ich, dass das mal klar ist. Süß und fürchterlich schief. Ja, auch das. So, warte mal. Ich erhebe mich jetzt in die Lüfte. Ich sehe Strand. Oh, jetzt sehe ich dich wieder. Ich habe jetzt mittlerweile 6 Wolle, das dürfte erstmal von Anfang reichen. Für 2 Betten? Nee, 8 brauchen wir. What? 2 Betten, glaube ich. Oh, siehst du, gleich beim ersten, bei der ersten Aufnahme. Gleich versagt. Eine Aufgabe hat er gekriegt und hätte er gleich lassen können. Ja, scheiße. Oh, da ist ein schwarzes Schaf, das nehme ich weg. Ach nee, ich brauche jetzt noch 2 weiße. Oder richtig. Ist das egal? Ich kann ja gleich mal Ausschau halten. Ja, Weitsicht und so, weiß ich nicht. Also ich sehe eine Kuh und sonst tatsächlich nichts. Nee, wir brauchen Weiße tatsächlich. Ja. Du hast zufällig eine Axt für mich. Ich sehe hier ziemlich geil Holz und... Alter, hier ist alles voll mit Holz. Ja, aber ich brauche erstmal eine Axt, um das zu fällen. Ja, können wir ja machen, wenn wir Schafe haben. Was meinst du, warum ich dir ein Schwert gegeben habe? Weil du sonst wieder allen möglichen Scheiß machst und nicht das, was du sollst. Ja, genau. Das ist ständig das Gleiche. So, ja, aber ich glaube, deswegen findest du mich so sympathisch, Alter, weil ich total von ab bin. Ja, total von ab trifft es allerdings auch sehr gut. So, wir brauchen noch ein bisschen Holz, das hole ich mal eben. Du bist ja auf Schafjagd. Ach, da sehe ich dich. Ja, ich bin auf Schafjagd. Nennen wir es ruhig so. Mhm. Alter, wie beschissen das Spiel läuft mit einer Aufnahme nebenbei. Ist ja unglaublich. Also ich bin ja ziemlich dankbar, dass du in deinen alten Laptop, den ich jetzt irgendwie besitze, dass du da eine neue Festplatte reingeballert hast und das Ding läuft wie ein Länderspiel tatsächlich. Ja, läuft wie ein Schweizer Uhrwerk. Habe ich ja immer gesagt, 7 Days ist noch einfach kacke optimiert. Das ist das große Problem. Ja, das schmiert mittlerweile nach irgendwie 2-3 Minuten. Ja, das liegt daran, dass ich da die zweite Grafikkarte aktiviert habe und... die Spiele dafür einfach nicht so gedacht sind. So, schmeiß mal die Wolle hier ab. Ich kann da schon mal Werkzeug bauen. Ne? Du kannst mir fix mal eben die Wolle geben, damit wir schlafen können und nicht uns mit Zombies rumschlagen müssen. Ja, Moment hier. Bevor du wieder weinst. Ja, das gleiche wie eine Katze. Also Hund. So, sind es dann noch 8? Nee, sind 6. Hast du schon einen Ofen gebaut? Alter, ich habe noch gar nichts gebaut. Ich habe zugesehen, dass wir erstmal... Ich hab jetzt einen Ofen gebaut. Hier, ich habe dir mal Stein hingeschmissen, kannst du gleich Steinwerkzeug machen. Ja, ich bin gerade dabei. Achso, hast auch schon Steine, das ist schön. So, oh, ich kann doch schon... Ne, 3 Wolle brauchen wir nur, das ist ja schön. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal schlafen.
Ja, ich sortiere mal. Warte, ich schmeiße erstmal noch Zack. Stuff hier hin. Ein Bett und gleich Zack. noch ein Bett. Zack. Zack. Ich hab schon, danke. Ach, du hast alles schon. Ja, ich hab alles schon. So, ich gehe, Bett ist zu weit weg. Ich gehe jetzt schlafen. Oh, oh, Sternenhimmel. Ist doch Ne, oh. wunderschön. Alter Vater. Romantisch, Ich muss. romantisch. So, oh, ist da hinten eine Eiswelt oder vergucke ich mich? Nö, das kann durchaus Eis sein, tatsächlich. Das ist ja geil. Habe ich noch gar nicht gesehen, das Biom. Das gefällt mir aber. Oh, hier Ich nenn's nicht ein Hieb, Alter. brennt ein Zaun noch. Brennt ein Hallo. Schwein. Moment einmal bitte. Nein. Liegt die manchmal nach unten? Ansonsten guck mal am Ofen. So, da bin ich wieder. Hier ist so ein blöder Zombie mit dem Helm. Die verbrennen nicht bei Tageslicht. Voll assi. Wir machen doch Schwer weg. ab. Den mach ich doch weg. Das sagst du so einfach. Der schwimmt. Macht er. Schwimm doch auch. Soll ich mal ein bisschen was zu essen holen? Das geht ja im Wasser relativ flott. Geil. Die Fische droppen tatsächlich Knochen. Echt? Wofür Fische ja natürlich bekannt sind. Ne? Fürs Knochen droppen. So, machen wir erstmal Fischfarm hier weg. Kann man endlich Fische züchten? Ich weiß das gar Bestimmt. nicht. Also ich weiß, dass Henny zum Beispiel Oh, Schildkröten Alter! züchtet und sowas. Ich habe hier irgendwie 5 Sonne Ertrunkenen am Arsch. Also ich würde gerne sagen, dass das übertrieben ist, aber nee, es sind wirklich 5. Dann springst du mal direkt zur Hilfe, oder? Das fände ich super. Ne, also, wie wir es ja vorhin schon sagten, also wirklich Gefahr ist hier nicht. Ne, ich habe jetzt einen Treffer kassiert, zwei. Eine war wahrscheinlich von mir. Möglich. So, dann habe ich jetzt Oh, mal oh, Essen. oh, ich ertrinke. Oh, guck mal, was Das ich ist aber habe. nicht schön. Was hast du denn? Ich habe erstens einen Fisch gefunden und zweitens ein Dreizack, mein Junge. Ich stehe auf diese Dreizacke, ne? Ja, die sind tatsächlich ganz cool. Bin ich großer So. Fan von. Ich hole erstmal hier die ganzen Fischis. Blub, blub. Ich glaube, ich habe denn da unten noch Erfahrung. Will ich eigentlich auch haben. Ja, da kommst du schlecht hin. Was? Wie du schon. Also. Blub, blub. Ja, ich bin ja hier flott unterwegs, Junge. So, denn das heißt, wir brauchen ganz viel Holz, um uns hier erstmal einen Steg zu bauen. Bauen wir uns eigentlich eine Wasserbasis auf dem Wasser? Das klingt eigentlich verlockend, aber wow, so. Dann. Ich will aber keine Birken. Kein Birkenholz haben. Ich finde das irre hässlich. Das Also Eiche ist die. hässlich. Nee, also Birke ist so die Eiche rustikal von Minecraft. Ich finde Birke viel schöner als Eiche. Was echt? Jo. Ich finde das in dem Spiel so hässlich, dieses helle Holz. Ich finde das geil. Was ich gar nicht finde, das habe ich auf meiner PS4-Map gesehen. Ich habe mir da Akazienzäune gebaut und so. Das ist zu rötlich, zu dunkel. Zu rötlich, tatsächlich. Ja, ist halt auch echt ein Spiel für Schönbauer, ne? Du kannst einen Haufen Scheiße machen. Macht man gar nicht glauben, was alles mit blöden, komplett einheitlich geschnittenen Blöcken geht. Also Die ich nur war ein ja auch bisschen andere überrascht Texturen haben. von der Rezeptvielfalt allgemein, was du hier so alles zusammenschustern kannst. Ne? Das Ja, ist ja tatsächlich. Ne, da finde ich tatsächlich, ich finde ja gerade. hier diesen mechanischen Kram ganz cool. Dass du da Esszimmern kannst. Kannst du automatische Farmen bauen und was nicht alles. Ah, hör auf, Alter, was Handy alles zusammengebaut hat. Nee, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Und Ja. innerhalb kürzester Zeit, weißt du? Ja. Meine Fresse. Und ich sitze da und brauche für eine dämliche Türschaltung schon ewig. Ja. Aber war ich ganz stolz drauf. Also ich kann schon verstehen, warum Kinder sagen, ey geil. Das Ne, stimmt. guck mal, was ich hier geschafft habe. Und da wir ja große Kinder sind, waren wir auch sehr anfällig dafür, Ja, schon ein bisschen. Ne, und dann werden jetzt gleich nämlich alle erstaunt sein, wie hässlich unsere ersten Gebäude werden. oder? Ja. Das wird ja wieder Wie grandios. noobig, oder? Ja. Ne, wie wir uns über die kleinen Dinge des Minecraft-Lebens freuen. Ja. Ne, aber wie heißt es so schön? Du musst ein Funken Chaos in dir tragen, um einen tanzenden Stern zu gebären. Nie gehört, aber okay. Nietzsche. Junge, Nietzsche. Gesundheit. Ja. Brauchte der auch ganz dringend. Neben seiner Genialität war er auch ganz schön fertig mit der Welt.
Aber es macht gar nichts. Macht überhaupt nichts. Ich habe einen Stock gefunden. Hey, wir haben schon ganz schön viele Tiere. Das ist eigentlich ganz schön cool. Oh, ruckel, ruckel. Warum ruckelt das so? Ey, sonst läuft das so geil. Ist ja ekelhaft. Ofen hattest du schon gebaut, sagst du, ne? Habe ich im Werkzeuggürtel, ja. Nennt man das hier in Minecraft eigentlich Werkzeuggürtel? Also ich weiß, dass es in 7 Days Werkzeuggürtel heißt, aber... Ich denke schon. Wie soll man es denn sonst nennen? Keine Ahnung. So, ich habe jetzt, erstmal 4 Stacks Holz. Da sollte doch was gehen, oder? Ich denke. Da sollte was gehen. Ich würde sagen, hier, wir wollen Sandstrand mit dran haben, oder? Also ich finde das schon wichtig. Und dann machen wir das einfach hier. So. So, 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 so. Und dann ein Hops ins Wasser und los geht's. Das Gute ist, wir haben ja auch, ich würde sagen, wir machen uns hier einen Boden aus Glas. Ein Boden, ja. Gut, können wir nachholen. Aber erstmal, ach, hau ab, du blöder Penner, ey. Scheiß ertrunkenen Wichser. Verpiss dich. Erstmal würde ich allerdings Holz präferieren. Weil wir jetzt Glas erst kochen müssten. Also quasi backen, wenn du so willst. Ich baue schon Sand ab. Das ist schön. Vielleicht nicht genau da, wo wir auf Höhe unserer Basis sind. Das ist vielleicht dumm. Obwohl doch, hier können sie einebnen. Haben wir einen schönen großen Stand. Ebne mal ein, die Hütte. Hab ich vor. So, reicht uns das so? Nö, ich glaube, wir können noch ein Stückchen raus. Wie wir eigentlich gleich angefickt sind. Ey, komm, wir bauen was auf dem Wasser. Du wirst sowieso wieder exorbitant groß bauen. Ja. Weil entweder musst du irgendwas kompensieren oder du bist einfach nur baugeil. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur baugeil. Ich wollte eigentlich Ingenieur werden, aber war zu dumm. Bin dann doch nur Sozialpädagoge geworden. Für mehr hat es halt nicht gereicht. Ne? Dumm im Internet rumlabern und Sozialpädagoge sein. Sagte er zum Lagerbob, weißt du? Was zum Lagerbob? Ja. Was ist denn der Lagerbob? Ich bin ein Lagerbob. Aha. Soll heißen? Ich arbeite im Lager, Alter. Ach so. Ja, das war zu simpel, siehst du? Ja, ja. Obwohl, mittlerweile darf ich mich auch Lagerbob-Stop-Motion-Künstler nennen. Ja. Ja. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Guck mal bei mir hier auf die Seite. Ich durfte mitspielen bei ihm. Ja, richtig. Das war das Einzige, was ich geschafft habe zwischendurch. Ultra-Müller. Richtig genau. Gut. Und du kriegst auch noch mehrere Einsätze tatsächlich. Ja, das wird super. Ne? Ich bin quasi Ultraman. Und habe wunderschöne Sachen mit Michi gezaubert. Das war toll. Einfach nur toll. Richtig, ne? Man schön, kann sich auch, man kann sich super fremdschämen. Ich meine, wenn man mich sieht, kann man sich immer fremdschämen. Aber das ist ein anderes Thema. Darum soll es heute nicht gehen. Ich könnte jetzt einen Schiefniswitz bringen, aber das wäre zu flach. Das wäre zu flach. Da bin ich auch immer so empfindlich. Ne? Ja. Da will ich den Menschen hauen und so, hör auf, die Kacke nach mir zu schmeißen. Oh, ich sterbe gerade. Was ist denn bei dir passiert? Wieso bist du, Alter, du bist gestorben? Ich bin gestorben, weil der mit drei Zecken nach mir geschmissen hat und ich mit Baum beschäftigt war. Das war dumm, ja, das war reichlich dumm. So, jetzt muss ich da runtertauchen auch noch. Scheiße. Das schwimmt hier schön an der Oberfläche, das ist ja herrlich. Habe ich nicht vorhin noch gesagt, hier sind nicht viele Gefahren und so? Ja, ja. Ja, also. Liebe Kinder, falls ihr das hier seht, Das ist ein klassischer Fall von Selbstüberschätzung. Ja, das ist ein klassischer Bertholdshorn. Ne? Also lasst euch gesagt sein, so wird's nicht gemacht. Ne? So geht's nicht. Cool. Es war cool, aber auch ein Tollpatsch. Ne, echt? Ja, nennen wir es Tollpatsch. Okay, kann ich mit leben. Tollpatsch finde ich sympathisch. Ne? Das klingt immer so verniedlicht für Trottel. Ja, Vollidiot. Ne? Lass es bleiben. Tu es nicht. Achso, haben wir überhaupt was zu essen? Ich habe Hunger, sehe ich gerade. Ja, ich sollte uns mal... Ich mache erstmal die Deppen hier mit ihren komischen Dreizecken fertig. Kommt da so ein bisschen Holz rein. Alter, wieso trifft der den nicht? Bist du behindert oder was? Jetzt verliere ich Energie, weil ich ertrinke, aber das macht gar nichts. Ich komme bestimmt noch rechtzeitig nach oben. Ja. Oh, ich habe sogar schon Latte. Phänomenal. Was hast du?
Ich hatte sogar schon einen Apfel. Ja, ich habe auch einen liegen. Ich habe aber auch sonst noch Fisch da. Ich packe das gerne gleich im Ofen. Ach, schießt, einen Fisch habe ich auch. Ja, alles easy. Muss man mal ich muss nur machen. Relativ bald hier aus dem Wasser raus, wäre ganz cool. Damit ich nicht ständig... Alter, hier ist alles voll von den Viechern. Ist ja unglaublich. Ja, die spawnen im Wasser auch immer wieder neu, glaube ich. Ja, und... Oder kann man im Wasser irgendwas hinbauen, dass sie da nicht mehr spawnen? Ja, Wände. Also, falls ihr Ideen habt, immer in die Kommentare schreiben. Boah, ich finde es schön, dass du hier meine Aufnahme so moderierst. Muss ich das nicht tun? Das ist herrlich. Naja, also ich mache ja selten irgendwelche Aktivitätsvideos, also deswegen habe ich mal auch die Chance, sowas zu sagen. Ja, das ist richtig. So, dann haben wir gleich noch Fisch. Und hier geht's, wird schon wieder dunkel. Ewig viel Blöcke. Sand. Mit Sand. Ja, das macht gar nichts, dann können wir nachher gleich unsere Farm bauen. So, jetzt sollten wir erstmal schlafen gehen, bevor hier auch noch die Zombies kommen. Achso, hast du die Betten noch gar nicht hergebuckert? Nö, die bringe ich gerade mit. Die hole ich gerade. Kann natürlich sein, dass wir dann ständig nicht schlafen können, weil irgendwelche ertrunkenen Zombies bei uns in die Tür klopfen. So, ich habe uns was zu essen gebraten. Das ist schön. Brauchst du was? Gerade nicht, nein. Ich bin da gestorben. Ach ja, stimmt. So, ich bin bereit zum Schlafen. Wir schlafen nebeneinander, sind wir nicht süß. Naja, aber nicht in einem Bett. Ich habe es extra so gebaut, dass du meinen Pimmel im Gesicht hast oder ich deinen. Nee, dass du mich gleich teabaggen kannst am frühen Morgen oder was? Ja, ne, so ein Teabag zum Frühstück. Jetzt habe ich Penis gesagt. Also Monetarisierung könnte ich im Zweifelsfall vergessen. Kopper. Hast du überhaupt angeklickt, zwecks? Ist nicht speziell für Kinder, dein Kanal? Oder? Natürlich. Also werde ich jetzt ausstellen für die Minecraft-Videos. Hier darf man eh alles. Oh, Creeper, guck mal. Wieso brennt der eigentlich nicht? Ach nee, die brennen ja nie, ne? Verpiss dich, du Nutte. Hau ab hier. So, brauchen wir schon wieder mehr Holz. Die Grundplattform hat schon all mein Holz. Ach nee, gar nicht. Ich habe noch einen ganzen Stack voll, aber es reicht trotzdem nicht. Ist meine Axt. Hast du gesehen, wie ich den Creeper mit meinem Dreizack erstochen habe? Ja, ist ja Wahnsinn. Nachdem ich dem schon zweimal ins Gesicht gesprungen bin. Bist du doof? Den hatte ich ganz alleine gelegt hier. Ja. Du kannst dir dann ja mal den Stream angucken und dann kannst du mir nochmal sagen, ob du den ganz alleine gelegt hast. Ey, du warst da hinten bei den Bäumen, bist du doof oder was? Ich bin hier vor einem Strand, ein Pimmel. Da ist noch ein zweiter oder was? Ja, da war ein zweiter, Alter. Nee, den habe ich nie mal gesehen. Ja, siehst du, erzähl doch nicht so ein Blödsinn. Alle deabonnieren, diesen Scheiß muss ich nicht geben. Ja, wir sind fast bei 50, voll geil. Hammer. Ja, in der Zeit, in der ich keine Videos veröffentlicht habe, habe ich wesentlich mehr Abonnenten bekommen, als in der Zeit, wo ich es getan habe. Ich sollte das lassen. Oder ich sollte mal wieder öfter streamen. Also Livestream. Ja. Ja, stimmt. Ich war ja auch bei Michi im Stream. Und hab da Blödsinn von mir gegeben. Soweit ich das konnte. Leider kann ich aus rechtlichen Gründen nicht sagen, wo ich gerade war, als ich da kommentiert habe. Ich würde mich selbst belasten. So wie du meine Geduld belastest manchmal. Ich versuche dich so sehr wie möglich zu belasten. Guck mal hier, du kannst das Loch ausfüllen mit dem ganzen Dreck, den du hast. Welchen Dreck? Du hast ja gesagt, du hast so viele Stacks mit Dreck. Ich hab Sand. Ach, Sand. Ja, Sand kannst du in den Ofen packen gleich. Hast du denn schon Kohle? Nee, aber du kannst den mit Holz befeuern. Möchten wir das mit Holz befeuern? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich möchten wir mit Holz bauen. Ne? Aber da vorne ist... Ach nee, da war eine Wasserhöhle. Das bringt ja gar nichts. So, ich baue hier erstmal ein Haus rauf. So, aus Prinzip. Nee, das war ja mal dumm. Boah, bin ich dumm. Wahnsinn, ja, wie dumm ich bin. Neues, aber... Das war ja ultimativ dumm. Meine Güte. So, ich muss tatsächlich mal gucken, wie ich hier die Framerate irgendwie hochkriege bei den Aufnahmen. Das ist ja unerträglich. Ich kann gar nicht wissen, wie das bei dir läuft. Mir läuft's wunderbar. Flüssig. Ja, also, ja. Wir wissen ja, dass meine Definition und deine Definition von flüssig durchaus auseinandergehen. Du bist einfach so ein penibler Pimmel. Ja, das kann man so sagen. Das geht schon. Sobald irgendwas unter 50 Frames läuft, ist es gleich hässlich für dich.
Nee, nicht hässlich, aber anstrengend. Unerträglich. Anstrengend ist das Wort, das du suchst. Anstrengend. Sehr, sehr anstrengend. So, eins, zwei, drei. So, haben wir da ein Fenster. Machen wir nicht Panoramablick auf die, aufs Meer, ja, ne? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, ich auch nicht. Aber ich bewundere das Problem. Machen wir eigentlich Panoramablick? Natürlich bewerfen wir sie mit Pupu. Hast du ein bisschen Dreck am Start für mich? Nur Sand. Ja, oh doch, 24. 24 habe ich. Ja, gib mal Dreck bitte. Ich werde hier angegoogelt. Das gefällt mir nicht. Das sind die Ertrunkenen. Die werden immer solche Geräusche machen tatsächlich. Ja. Das wird uns ziemlich auf den Keks gehen. Nein, das wird uns wunderbar helfen. Nachts einzuschlafen, ja. Das wird krass. Du kannst aufs Bett springen, Alter. Wir konnten aufs Bett springen. Das ging, bis ich es abgebaut habe. Ich wollte es erstmal. Ich hätte jetzt voll Bock auf so einen Moonsault ins Wasser. Ja, dann mach das doch. Hui. Kommst halt nur nicht wieder rein, ne? Ja, das hab ich auch mal gemerkt. Wir sollten eine Leiter an. Ja, warte. Wir machen das erstmal so. Plock, 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 plock. Dann kommst du hier hoch. Komm mal hier, hey. Ja, yeah, am Arsch. Dann halt nicht. Wer nicht will, ja, der hat schon. Warte. Hier ist gerade ein Ertrunkener. Den muss ich erstmal wegmachen. Ja, du bist öfter mal ertrunken, ne? So, bauen wir höher als drei Block hoch? Nee, ne? Also nicht hier das erste Häuschen. Ich glaube, das ist relativ sinnfrei. Block, 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 block. Tunnel. Ach scheiße, jetzt habe ich ja noch Blödsinn gebaut, ne? Nur weil du mich verwirrst, ne? Deine Attraktivität hat mich völlig... Wieso verwirr ich dich denn? Ne, weil du das kannst. Oh, du machst schon Glas. Das ist ja schön. Aber ich wollte jetzt erstmal meine Fische machen. Das heißt, du baust hier ein bisschen weiter. Ich suche irgendwas. Ist mit Holz und. Wo hast du die Werkstatt hier hingesetzt? Achso, stimmt. Wo willst du sie hinhaben? Ins Haus? Ja, wo ist mein ins Haus? Dann bring den Ofen auch gleich mal ins Haus. Das ist durchaus eine Idee. Hab ich eine Pickhacke da? Ja. Der wollte doch glatt ins Wasser entfleuchen, die Sau. Das geht ja so gar nicht. Was brauchen wir denn jetzt essentiell? Kohle. Kohle habe ich 9. Kohle und Eisen. Dann gehe ich schon mal in irgendeine Höhle hier. Ja, mach das erstmal. Ich hole mir erstmal eine neue Axt. Hast du genug Spitzhacken mit? Ich habe... Und nicht nur eine. Das wäre dumm. Zwei Spitzhacken. Ja, das geht ja erstmal. So, dann mache ich jetzt hier meinen Fisch. So, wo ist hier roher Lachs? Ja, ich bin doch auch mit Kabeljau zufrieden. Was man so... Ne? Ich stapel ja niedrig. So, warum sind hier Stöcke? Das macht überhaupt keinen Sinn. Warum ist das so rum? Stöcke machen immer Sinn. Ich bin ja tatsächlich ein bisschen penibel, was mein Dings angeht, ne? Meine Mental. Oh ja. Ne, also das muss ja zumindest so die... Der Werkzeugteil muss seine Ordnung haben. So. Absolut. Sonst kriege ich immer eine Macke. Ja, ich bin ja gespannt, wie Minecraft ankommt. Also ich glaube, meine Zuschauerschaft könnte dadurch etwas jünger werden. Und nicht nur die das alten Knacker. Ja, nicht so die in unserem Alter. Ich glaube zumindest vorrangig sind die Leute in unserem Alter, die hier zugucken. Also ihr da draußen, ne? 30 ist kein Alter. Nein. Sondern ein Zustand. Du bist ja jetzt schon 34 geworden, ne? Übrigens, ich bin jetzt. Wenn ihr wollt, oder ihr dürft dem Ragnar gerne mal nachträglich zum Geburtstag gratulieren, denn der gute Junge ist vor ein paar Tagen 34 geworden. Happy Birthday. Ich bin jetzt alt. Nein, bin ich nicht. Ich bin eigentlich überhaupt nicht alt. Ich glaube, ich bin jung geblieben. Ich bin mir fast sicher. Ne? Also, ich habe werde auch in 2 Monaten 33 tatsächlich. Das ist ja schon mal ziemlich gut. Ja. Ist nicht so alt wie ich bin, aber es ist schon mal ein bisschen älter. So, ich mach das mal gleich wieder mit diesen Druckplatten hier bei uns an der Tür.
damit wir da ganz chill rein und raus rennen können. Birkenfalltür. Warum war eigentlich eine Falltür? Falltür ins Wasser? Ich glaube, ich finde das witzig. Das ist total sinnlos, aber erstmal haben. So, was wollte ich denn jetzt? Ich wollte hier diese Druckplatten. Wo sind die denn? Sind die hier? Hier sind die. Vier Druckplatten. Also ich farme gerade Stein wie blöd, aber halt kein Kohle und kein Eisen. Ja, das ist doof. So, der Lachs ist dann auch fertig. Der Lachs löppt. Jetzt gibt's Lachs. So, Glas. Mann, gib mir Glasscheiben. Zack. Also so ein Glasboden über dem Wasser finde ich eigentlich ziemlich geil. Ja, sollten wir auch noch machen. Aber vielleicht nicht im Haus. Oder doch? Was? Natürlich. Gerade natürlich, da. Sagt er. Nee, der ist halt irre. Also da darfst du nicht einmal zuhauen. Ne? Der ist dann Schrott. Ja, wer haut denn da auch zu? Ja, dir traue ich eine Menge zu. Aber hey, immerhin kann er jetzt anfangen zu brennen. Ja, das ist richtig. Na, obwohl doch. Wir haben hier einen Ofen stehen, wir haben ein Holzhaus. Das kann schon mal anfangen zu brennen. Du musst den Zuschauern mal erklären, was los war. Ja, tatsächlich. In unserem ersten Häuschen, das wir da auf meinem ersten Server gespielt haben, wo ich quasi Grundlagen Minecraft gelernt habe, hat ständig unsere Putze angefangen zu brennen und wir wissen bis heute nicht warum. Weswegen wir dann einfach stumpf alles mit Steinen ausgetauscht haben. Und dann ging's. Dann war es erträglich. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass da unten eben eine Lavaquelle war oder sowas. Ja, das ist grundsätzlich erstmal möglich. So, jetzt habe ich hier ein schönes Holzhaus gebaut und will eigentlich schon eins aus Stein haben. Das ist dumm. Stein? Stein. So, wir haben noch keine Zäune. Ich mache jetzt erstmal Zaun. Die würde ich aus Birke machen. Ich fäll mal noch fix, bevor es dunkel wird. Entschuldigung. Ne, weil Zaun aus Birke geht wieder voll klar. Dafür ist dir jetzt die Birke wieder gut. Dafür ist mir Birke gut genug, ja. Oh, wir könnten auch voll das Puffhaus bauen. Eine richtig schöne Fake-Mühle. Ja, mit roten Fenstern und so. Ich finde, das klingt super. Sollte man mal. Alter, hier ist ein Wolf. Ich glaube, ich habe noch nie einen Wolf gesehen. Wolf in Minecraft habe ich noch nie gesehen. Ja. War das gerade Lilo, die gebellt hat, oder der Wolf? Das war der Wolf. Achso. Also, glaube ich, dass Wölfe sein sollen. Können natürlich auch Hunde sein. So ein Haustier wäre auch geil, oder? Siehst du, haben wir da noch gar nicht gemacht. Man kann auch Golems bauen, die das Grundstück verteidigen. Das habe ich schon gesehen, ja. Das hat Henry mir erzählt. Das finde ich irre witzig. So, und jetzt, nicht, du bist in der Höhle wahrscheinlich gerade, ne? Ja. Ja, es wird nämlich gerade dunkel. Das heißt, ich verpiss mich jetzt erstmal. Hier ist so eine hässliche Spinne, die man ins Leder will. Boah, geh weg. So. Ja. Ich brauche dringend Zaun. Und ich höre schon wieder Gluckern wie blöde. So. Tür zu, das tut's ja auch erstmal. Dieses Gluckern wird unser Schlaflied sein. Das Intro. Blub, 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 ja. Blub. Aber nein, ich habe ein neues Intro. Wie gefällt's euch? Könnt ihr mal schreiben. Ich habe ja jetzt schon zwei andere Folgen aufgenommen. Nee, du, die endgültige Version kennst du ja tatsächlich noch gar nicht. Oh, kenne ich noch nicht. Erst wenn ich das hier sehe, wahrscheinlich, oder? Wirst du erst bei Satisfactory sehen. Ne? Also sprich, wenn das hier rauskommt, wird das schon online sein. Und ich bin jetzt noch nicht abschließend zufrieden, aber... Man ist nie zufrieden damit tatsächlich. Ja. Ich kenne es selber. Das ist sehr, sehr frustrierend. So, ich baue jetzt erstmal Zaun. Baue ich den jetzt hier schon rundherum? Ich glaube, hier kommen wir nicht rauf. Ich baue die erstmal vorne. So, zack. Eigentlich finde ich die Breite vom Steg so ganz gut. Ich glaube, ich mache das mal ein bisschen länger. Unser Grundstück dürfte ja noch um einiges anwachsen. Einfach, weil wir halt auch Platz für Felder und so brauchen. Oh ja. Ja, da wird ja immer so unheimlich viel gebraucht. Und wir brauchen recht bald mal Fackeln. Also wäre gut, wenn du mit Kohle wiederkommst. Also ich habe jetzt schon 35 Fackeln. Sehr schön, dass die Viecher halt nicht hier bei uns zu Hause spawnen. Das wäre ja doch recht. Ich bin ja noch in der leisen Hoffnung, dass ich hier irgendwann mal wieder Kohle oder irgendwas Cooles finde. Ja, das wäre gut. So, wenigstens ein bisschen. Muss ja gar nicht so viel sein am Anfang.
ne? So 30 Fackeln. Oh ja, da ist Kohle. Ja, und ich weiß noch, wie wir das erste Mal gespielt haben und uns voll über Kohle gefreut haben. Alter. Und uns nachher dann einfach zuschmeißen konnten. Ja, wir waren auch denn hauptsächlich eigentlich nur noch irgendwo unterwegs und unter Tage und haben wie blöd gehackt. Unglaublich. Ja. Und denk dran, dass du noch kein Eisenwerkzeug hast und Dias und so noch nicht abbauen kannst. So. Ich bin noch ziemlich oberflächlich. Platsch. Ja, also scheiße. Ich hab mich einfach bloß straight rein in eine Höhle. Ich war schon wieder dumm. Ich war schon wieder ultra dumm. Ist nichts Neues, aber. Nee, ich hab mich gerade wieder von so einem blöden Ertrunkenen beschmeißen lassen. So. Gibt's eigentlich irgendwelche Abwehrfallen oder sowas? Das wäre auch ziemlich cool. Da hab ich doch gezeigt, wie man die baut. Ah ja, stimmt. Das war quasi eine Abwehrfalle. Da muss man erstmal drauf kommen, aber jetzt schwimmt er mir hier entgegen. Will ich hier auch wieder haben. Obwohl, nee, hier funktioniert das ja nicht. Meine Lavafalle. Weil die einfach zu Stein wird, beziehungsweise Obsidian. Was ja mal fett gar nichts bringt. Aber Obsidian klingt so episch. Das kann einfach nichts. Das liegt einfach in unserem Skyrim-Sinn. Gab's da Obsidian? Natürlich gab's da Obsidian. Ich glaube sogar als Rüstung, wenn ich mich nicht irre. Es war Vulkanglas. Vulkanglas gab's auch, ja, aber ich meine, es gab auch Obsidian. Ja, Obsidian. Ich kann mich noch an Schwarzholz erinnern. Dedra. Vulkanglas. Was war's denn? Also was jetzt nennenswert wäre. Hm. Die ganze Elfenrüstung und sowas, das war eine totale Kacke. Niemand mag Elfen. Ne, Elfen sind einfach große Zwerge. Dumme Zwerge. Zwerge sind cool. Ich brauch Zwerge. Alter, nicht ernsthaft, ey. Was ist denn dein Problem? Wieso bist du denn schon wieder gestorben? Leute, alle deabonnieren, das bringt gar nichts hier mit Ragnar. Nee, weil ich hier einfach nur lustig am Bauen bin und der will mir hier meine Zeit zerstören. Der blöde Penner. Geht mir hier auf den Trichter mit seinem Rumgeeier. So, jetzt muss ich den ganzen Piss wieder einsammeln. Wo ist denn das hin jetzt? Ah, da schwimmt es vor sich hin. Taucht gerade auf eine Decke auf. Mann. Ja, wie ihr seht, ich habe mit Startkarte eingestellt. Nicht, dass es groß was bringen würde, aber. Alter, jetzt haut doch mal ab, ey. Meine Güte, geht mir auf den Trichter. Ich glaube, jetzt bin ich gleich Creeper-Futter hier. Ja, da du natürlich unser Rohstofflieferant bist, ist das dezent doof. So, ich fresse jetzt erstmal einen Fisch. Habe ich noch einen Fisch da? Ne, natürlich keinen Fisch mehr da. Ne, brauche ich gar nicht. Ich bin ja noch voll satt, ey. So, wo stimmt jetzt mein ganzer Scheiß? Erstmal kriegst du Pimmelkopf hier. Erstmal auf den Tötz. Komm her. Lass, ich stirb, hab ich gesagt. Stirbe. Wie hier alles abgetrieben wird, was soll denn das? Ich bin voll überfordert. Gesagt. Oh, Kopper wird gar nicht begeistert sein. Alter, gehst du mir auf den Trichter? Alter, diese scheiß Dreizacke sind ja richtig heftig stark. Ich mag die. Ja, der hat mir damit auch gerade. Weil ich sie selbst benutze, natürlich. Ja, aber der hat mir damit echt gerade fies Schaden gemacht. Das hat mir ja gar nicht gefallen. Ja, das ist ganz klar. Also, der trifft dich dreimal, bist du tot. Also, so viel Schaden meine ich. Vielleicht war eine Wasserbasis nicht die beste Idee. Spinnst du wohl oder was? Entschuldigung. Ich find die Idee eigentlich ziemlich zutsche. Ja, weil du ein Wasserliebhaber bist. Ich mag Wasser. Ja, ist mir bekannt. Aber es birgt Gefahren, das gute Wasser. Naja, also das ohne Frage, ne? Na, komm, ich mach jetzt mal nicht. Ach, komm schon. Ich will jetzt eigentlich nicht im Wasser sein. Das missfällt mir. Du bist schon wieder angeschissen, oder was? Ich schaffe jetzt gleich mal Platz für Garten. Zack, 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 zack. Garten auf dem Wasser? Natürlich. Ich bin voll dafür. Sag ich doch. Ich
Nur die besten Ideen. Ach, wir haben noch nicht mal ein Dach. Nee, Entschuldigung. Ich habe vorhin erst Birke geholt und weiß jetzt nicht mehr, wo es ist. Wir haben noch nicht mal ein Dach. Ja, also ich habe jetzt ein bisschen mehr von dir erwartet. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich baue hier gerade Stellfläche. Sei mal nicht so. Und warum haben wir noch nicht mal Kissen? Oh, Bertolson, du bist so lahm. Entschuldigung, das geht halt im Wasser alles nicht so schnell. Du wolltest auch unbedingt Wasser haben. Ach, jetzt bin ich wieder schuld, oder was? Du hast gesagt, oh, lass uns mal eine Wasserbasis bauen. Ich habe dich gefragt. Ich habe ganz klar eine Frage formuliert. Du hast eindeutig hier eine Ansage gemacht. Nee, das war eine sehr, sehr, sehr eindeutige Frage. Nee, dass du zwischen Frage und Ansage nicht unterscheiden kannst. Wie denn auch, ich bin dumm. Das hat ja nichts mit dumm zu tun. Das hat ja mehr was mit deiner Hörigkeit zu tun. Hörigkeit? Jetzt erfährst du jetzt von mir, ich soll die hörig sein? Nee, du bist hörig. Das ist das Problem gewesen. Ich wäre dafür, dass jetzt alle fast 50 deabonnieren. Findest du den Gag nicht langsam ein bisschen gelutscht? Nein, niemals. Ja, also ich glaube, kommt auch nicht mehr an. Also war beim ersten Mal echt witzig. Konnte ich lachen. Später. Mit Stoppuhr 2 Stunden. Ah ja, langsam wird's öde. Kies im Inventar, was ist das für ein Nummer? Wolltest du unbedingt Glas haben? Du kannst bei der Fackeln bauen oder willst du. Bau mal Fackeln und du kannst nochmal wieder mehr Glas machen. Damit wir den Glasboden nachher gleich zimmern können. Erstmal brauche ich. Wird ja jetzt eh gerade wieder Tag, von daher ist das ja gar nicht so schlimm. So, dann kann ich auch gleich ein Dach bauen. Hier ist schon wieder so ein dreckiger Creeper, ey. Verpiss dich! Ah, ich glaube, ich weiß, wo du reingebuddelt hast. Das sieht man's? Doch, ein bisschen. So. Der Creeper hat jetzt sein Übriges getan, um das Loch weiter zu vergrößern. Ich meine, man muss die Viecher ja auch mal nutzen, ne? Ja. Plock, 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 plock. Du solltest übrigens auch mal das Tor zu machen. Warum? Es ist hellig der Tag. Was soll passieren? Naja, nicht, dass da irgendwelche. Ja. Kühe Freaks zu drauf. Uns ins Wasser kommen. Freaks drauf steil gehen und so. Will man ja nicht. Nee, hast ja recht. Hast ja recht, ich hab nichts gesagt. Warte mal, ich hole gleich mal noch ein bisschen Dreck. Ich hole uns jetzt Dreck. Jo, da wir ja unser Feld gleich hochziehen wollen, dann können wir ein bisschen erkunden gehen. Also. Wir brauchen ja erstmal ein bisschen Ackerkram und so. Erstmal kannst du mal ein paar Kisten bauen, ist mal ohne Scheiß. Ja, mach ich gleich. Ich muss mein Stuff hier loswerden. Da gebe ich dir allerdings erstmal recht. Wir bauen gleich eine Scheune, eine Wasserscheune. Was man so macht. So, okay, den Scheiß. So. Ganz viel Dreck. Sollte reichen. So. Zack. Home sweet home. Mal Dreck auf den Boden schmeißen. Plock. Plock. So, und dann baue ich dir dein scheiß Dach, damit du glücklich bist. Ja. Wollen wir das Dach aus Stein machen? Das ist ein Steindach? Ich hätte jetzt Birke gemacht. Aber ich brauche noch mehr Birke. Guck mal, mehr Birke. Pimmelkopf, ey. Dafür brauche ich jetzt keine Kisten. Hast du davon? Ich hoffe, mein Husten. Den hole ich mir halt selber Kisten und Blackjack und Nutten. Ich hoffe, mein Husten ins Mikro hat dir genauso wehgetan, wie es mir Spaß gemacht hat. Das ist gar nicht so empfindlich. Ne? Meine Headphones, die ich von Schatzi zu Weihnachten bekommen habe, die sind von Schatzi. Ja, von der bezaubernden Genie, die übrigens neben mir sitzt. Ach, ich habe sie vorhin kurz im Hintergrund gesehen. So. Ein bisschen Dachüberstand hier bauen. So, so. So, damit kann ich doch schon mal leben. Zack, zack. Jetzt hab ich schon mal das erste bisschen Glas abgehauen. Ne? So, und da. Ja. Hast du Birke geholt? Ja. Digi, ich war noch nicht mal weg. Mein, ja. Ich leg hier erstmal gerade alles. Weißt du, mich vollpimmeln von wegen, wir haben doch gar kein Dach, aber helfen tust du auch nicht. Dein Gesichtsausdruck war recht gut. Ach scheiße, das können die Leute ja sehen. Siehst du? Ich dachte, das kann nur ich sehen, aber nein, sie sehen es alle.
Mimik und Gestik. Wup, wup. Ich sag's dir. Wieso haben wir eigentlich bloß einen Ofen, Alter? Du schleifst aber auch, Müller. Alter, kannst du mir mal weniger auf den Sack gehen? So, ich versuche jetzt erstmal hier meine Webcam nochmal ein bisschen schöner einzustellen. So, ein bisschen höher. Was wäre das? Wieder mit dem L? Wieso wäre ich hier angeschrien? Ja, egal. Von mir. Hier ist Birke. Mehr Birke. So, was ist mit Stein? Stein. Hast du schon Eisen? Wenn nein, warum nicht? Wenn ich noch keins gefunden habe. Ach so. Bitch. Was ist das hier für ein Baum? Das ist doch irgendwas anderes. Das ist Fichte. Wollen wir Fichtendach machen? Ist ein bisschen dunkler. Mach. Also ich finde ja dunkleres Dach grundsätzlich erstmal schön. Hast du schon Glas gekocht? Ja. Sehr schön. Bist aber auch kein Stück entspannt. Nee, nie. Wann war ich denn mal entspannt? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? Seit 6 Jahre, glaube ich, ne? 6 Jahre intensiv. Ne, also ich bin so der Choleriker vor dem Herrn. Und du sagst, absolut. Und du sagst mir, ich bin nicht entspannt. Na, ach was. War aber auch nie mein Anspruch. Also muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ich habe nie gedacht, oh, jetzt mal ein bisschen entspannt sein. Was bist du so unentspannt? Ich bin nicht unentspannt. Du gehst mir auf den Sack. Also nicht, du. Nicht du jetzt im Speziellen, das war mehr so, ne? Also an eine imaginäre, nicht vorhandene Person gerichtet. Ja, ist gut, ich hab's verstanden. Ja, wenn wir jetzt einen Glasboden machen, ne, dann können wir gar keinen Teppich verlegen. Das ist ja tragisch. Wer will den Teppich haben, wenn man einen Glasboden hat, Alter? Echt jetzt? Hallo? Und der Wasser? Teppich, kalte Füße, aus dem Bett, ohne Kacke. Warmes Wasser? Ja, stimmt, der Ozean ist immer warm. Immer, vor allem wenn es regnet. Ja. Ne? Nachts ist oder wir können uns auch so eine riesen Glaswanne bauen oder so. Das wäre, glaube ich, auch ziemlich cool. Können wir Glaspaddel. Ja? Ein Glaspaddelboot? Wo ja? Muss ich jetzt eigentlich hin, um nach Hause zu kommen? Ich glaube, hier lang. Ich sehe. Mir gibt es schon viele Schafe. Fällt mir mal so auf. Ich sehe Wasser. Ich glaube, wir leben in der Nähe von Wasser. Also abgesehen davon, dass wir das auch in der Realität tun. Yeah, Elbe rockt. Auf jeden. Die Elbe brennt. Ich habe gerade überlegt, ob ich schon mal in der Elbe baden war, aber ja, war ich tatsächlich. Irgendwann wurde die ja freigegeben. Es war kurz in der Krümmel, fällt mir dabei ein. Yeah. Oder kurz vor Krümmel. Dreieugige Fische gesehen, ne? Nee, aber war tatsächlich cool. Es ist so eine kleine Bucht, musste erst durch so ein Wäldchen laufen. Dann kommt da so eine kleine Bucht und in dieser Bucht ist eine kleine Insel, auf die du rauf musst. Du musst halt ein Stückchen übers Wasser, um dann da zu sein. Und da waren so Biberbeule drauf. Voll cool. Biberbeule. Biberjunge. Oh, ich bin ein bisschen hungrig, sehe ich gerade. Ich glaube, ich habe meinen ganzen Fisch beim letzten Tod verkackt. Der schwimmt irgendwo im Wasser und ist wahrscheinlich mittlerweile hart despawned. Naja, so bin ich halt. Unfähig bis zuletzt. Aber süß. Ja, manchmal. Ich gebe mir Mühe dabei. Ich versuche gut auszusehen beim Schlechtsein. Gelingt dir? Schönen guten Tag. Ich bin Ragnar Bertholz und ich habe keinen Skill, von dem ich weiß. Aber du hast Wissen. Wissen ist Macht. Ja. Jein. Ich habe keine grenzenlose Unwissenheit. Da wäre ich dabei. Ob ich jetzt Wissen habe, sei mal dahingestellt. Ich habe Kombinationsgabe. Ich kann manchmal eins und eins zusammenzählen. Aber auch nicht gut. Das fällt mir zum Beispiel öfters mal schwer. Oh, guck mal, wir haben hier eine potenzielle Mine. Das ist schön. Du meinst da, wo das Wasserloch drin ist? Wasserloch? Nee, du meinst was anderes. Ich glaube, ich buddel hier mal. Buddel mal, dass du mir buddeln musst. Ja. Ein kleines Kind die ganze Zeit im Dreck spielen, ey. Absolut. Ja, jetzt hätten wir hier nichts anderes zu tun. Du könntest zum Beispiel den Garten schon mal bauen. Ich buddel. Ja, nachdem jetzt du in unserem Turmbattle so verloren hast. Turmbattle verloren? Na, aber
Mein Turm ist viel cooler als dein Turm. Ja, meiner ist größer, Alter. Naja, die Größe ist ja nicht alles. Ne? Sieht halt auch kacke aus. Hilft halt nichts. Ey. Der war nie dafür konzipiert, hübsch zu sein. Oh, ich habe Eisen gefunden. Der war dafür konzipiert, um uns den Weg heimzuleuchten. Was den ja auch wunderbar tat. Ja, meine auch. Und dann an meinem fließt Vlava herunter. Vlava? Vlava. Flavor Flav. Experia. Oh, was ist das hier für ein lustiger Stein? Weiß ich nicht. Was ist denn das hier? Sandstein, achso. Der ist cool, der ist geil für Wege und so. Also da mag ich den zumindest. Also werden wir hier nicht so viel brauchen, weil wir halt... Also wahrscheinlich wenig Wege aus Sand bauen werden. Wie dieser Kies ankotzt, ey. Ja, ich hasse Kies. Wie die Pest, ey. So. Aber der Sandstein ist echt hübsch. Ich mag den auch. Durchaus. Und was ich ja extrem geil finde bei Minecraft, ist ja tatsächlich die Musik, ne? Die ist irre entspannend, ja. Ich hab das ist komischerweise so, gerade irgendwie aus. So eine Lounge-Musik irgendwie, das ist Hammer. Finde ich gut. Ja, das ist nicht ganz Fahrstuhlmusik. Deswegen ja solche Lounge. Ja, schon irgendwie da dran. Ist das nicht toll, wie wir unsere weiche Seite zeigen? Ja. Hier im Internet, der ganzen Welt. Allen 49. Allen? Nee, 47 sind es aktuell. So. Oh, wieder ein Stack weg. Kann es aber nicht geben. So. Also ich habe einen ganzen Eisenblock gefunden. Hammer, oder? Wow. Also ich habe jetzt kurzzeitig gedacht, Mensch, Mii, hast ja mal was geleistet, aber der weiß nicht, was futtern mit, doch wieder nix draus. Wie immer. Ich habe ein Problem. Das ist bekannt, aber welches meinst du jetzt im Speziellen? Ich brauche Leitern. Ich komme nicht mehr raus. Das ist dumm. Hochgradig, aber süß. Aber du kannst dich rausbuddeln. Ich möchte mich nicht rausbuddeln. Das ist so ein schönes Quadrat, Alter. Achso, jetzt muss ich kommen mit Ficky-Fick-Fuck-Leiter. Genau. Die schmeißt du mir hier runter. Und dann habe ich uns ein richtig schön cooles Semi-Quadrat gebaut. Das sieht von hier auf jeden Fall quadratisch aus. Weißt du, es ist mitten in der Nacht. Jetzt muss ich mich hier wieder in Gefahr geben, weil du zu blöd bist, Leiter mitzunehmen. Was ist denn hier jetzt passiert? Ja. Moment. Ich baue hier fix noch den Dachteil fertig. Den Dachteil, Alter. Mir ist Deutsch auch echt gut gelungen. Oder so ähnlich. So. Ja. Ich komme und bringe Leitern mit. Macht es hier. So, Stöcke. Wie viel brauchst du denn? Keine Ahnung. Ja, das ist präzise. Ich brauche erstmal einen ganzen Stack. Ich bring dir 30. Weil ich hier wahrscheinlich ziemlich tief runterbuddeln werde in naher Zukunft. Ich weiß nicht mal, wo genau du bist. Ich brauche erstmal was zu essen, sehe ich gerade, bevor ich irgendwo hingehe, weil sonst kann ich nicht mal rennen. Block. Ist hier irgendwo Essen drin? Nö. Dann esse ich jetzt einen Apfel. Nom nom nom. Und backe einen Fisch. Uhu. Dude. Ja, ich brauche gerade erstmal was zu essen, sonst komme ich hier nirgendwo hin. Das ist so unfähig, Alter. Ja, danke. Aber nein, danke. Jetzt suchen wir dich. Ich sehe gerade, ey, die erste Folge ist gleich rum. Ja, denn, wir sind bei fucking 54 Minuten schon. Echt schon, die Zeit verfliegt aber auch. Alter. Ja, ja, ist jedes Mal der gleiche Scheiß. Wir haben eine Spinne bei uns auf dem Gedöns hier. Weg. Die mache ich erstmal kaputt. Und dann komme ich zu dir. Mit 30 Leitern, die dir zu reichen haben. Ich hoffe
Wenn ich den Eingang zu dir finde, setzt das ja auch noch voraus. Was für den Eingang? Du siehst ja wohl meinen Namen, oder nicht? Ja, es ist aber lange nicht, dass ich weiß, wie ich da hinten zu dir runterkomme. Also ich bin direkt am Strand vorne. Hm? Ach da. Wo hast du da runtergebuddelt? Ah, hier. Ich habe Stein gefunden. Ups. Du bist auch ein Trottel, ne? Das hast du verdient. Ach so, na denn. Dann ist okay, dann sage ich nichts. So. Zack, weißt du, ich wollte einfach nur die Misere teilen, die du da. Hier, ich hab dir leider runtergeschmissen. Wollte ich. Dann war das ja gar kein Problem. Ich bin ziemlich sicher, ich werde jetzt irgendwas Cooles finden. Ja. Wie oft du schon irgendein tolles Gefühl gehabt hast. Ja. Das hat uns schon mindestens einmal Eisen gemacht. Wow. Und dann auch noch Eisen. Wo wir auf die Suche nach Dias waren. So. Ding, ding, ding. Also, du hast mir eine Leiter runtergegeben. Oh, du hast ganz recht. Oh, boah, ja, ich so hab gedacht, ich werfe mit dem Tastendruck gleich hier. Nimm doch den ganzen Stack. Ja, hätte ich machen können, aber hätte ich ins Inventar gehen müssen. Hatte ich jetzt keine Lust drauf. Entschuldige bitte. Pimmelkopf, ey. Copper. Was? Cooper? Copper. Copper. Copacabana. Oh, ich bin voll unzufrieden mit so einem Dach. Ist ja super. Hast du wieder Scheiße gebaut? Ja, nichts Schönes auf jeden Fall. Das ist halt Pimmel, Pimmel. Mit Dächern tue ich mich aber auch immer übel schwer. Meistens mache ich ein Flachdach, weil ich keine Spitzdächer hinkriege. Ja, kriege ich hin, aber so gefällt es mir nicht, wie es jetzt gerade ist. Auch gleich. Und ich glaube, dann ist es auch schon fast fertig. Und ich glaube, ich muss noch mal los verdammte Fichte holen. Verdammte Ficky Fuck Fick Scheiße. Copper. Was labert ihr für Quatsch? Hast du dich noch gar nicht über Copper informiert? Das ist der Grund, warum man anklicken muss, ob der Kanal für Kinder ist oder nicht. Aha. Ist Copper, Jugendschutz. Entschuldige, ich hatte halt andere Dinge zu tun in letzter Zeit, die irgendwie höhere Priorität genossen haben. Ohne jetzt weiter ins Detail gehen zu wollen. Nein, hast ja recht. Das ist ja ganz schön tief. Hoppala! Vielleicht sollten wir das ganze Ding hier mit Wasser Zement füllen. Zugießen. Warum willst du es mit Wasser füllen? Also jetzt mal ernsthaft. Weil es lustig ist. So. Wir können Wasser reinfließen lassen. Was hältst du davon? Und das finde ich schon wieder ganz witzig. Ja. Oh, ich glaube, ich baue ein großes Fenster da oben rein. Aber erst, wenn ich hier auf Diamanten gestoßen bin. Nee, auf den Grundstein gestoßen bin. Wie heißt der nochmal? Bedrock. Bedrock, genau. Der ist so ein Nerd. Schließlich spielen wir die Bedrock Edition. Was ist. Echt? Ja, also so heißt das aktuelle Update. Bedrock. Eigentlich ein ganz cooler Name, wie ich finde. Und vielleicht sollte ich mich Bedrock Bedwardson nennen. Bedrock Bedwardson. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr den Namen genauso beschissen findet wie ich. Fritte! Oh nein. Meine Viewer finden den noch viel beschissener als du. Immer zweimal mehr wie du. Als wie du. Entschuldigung. Als wie du. Ich werde niemals einem studierten Akademiker Sozial- ist das. Akademiker widersprechen. Ne? Mit Niveau. N-I-W-O. Ich parsche jetzt. Nein, tue ich nicht. Was sagen Sie, wann bist du denn Single? Ich habe mir heute erstmal angehört, wie man Spritzen richtig setzt. Das war super. Was hast du? Ich habe mir heute erstmal angehört, wie man Spritzen richtig setzt. Das war ganz toll. Hast du
Warst du wieder mit deinen Junkie-Freunden unterwegs oder was? Ja, nee. Tatsächlich ist das Ganze zu Hause passiert. Nettie ist ein Junkie? Ja, Nettie ist Junkie jetzt. Fuck. Ne, die hat sich dazu entschlossen, ich werde jetzt drogenabhängig. Scheiß auf Familie und so. Ach, Das scheiße. ist ein Karrieresprung, also. Würde ich auch sagen. Nee, die Pharma-Lobby war heute bei mir zu Hause. Oh nein. Ja. Irrisch krasser Scheiß. Und hat uns Dinge erzählt. Fürchterliche Dinge. Ja, fürchterliche Dinge. Nee, war gar nicht so wild. Voll easy peasy. Ich habe daraufhin erstmal ganz viel Alexa-Spiele reingemacht. Die uns daran erinnern. Medizin rausnehmen. Medizin einnehmen. Und so weiter. Oh ja, das finde ich gut. Damit du über Amazon dann auch den guten Stoff bestellen kannst. Ja? Damit Amazon auch Bescheid weiß, was wir für Stoff brauchen, ja. Da, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ich habe einen Eisenblock gefunden. Einen einzelnen. Ich hoffe, da ist noch mehr. Ich wollte gerade sagen, ist ja unglaublich, unglaublich. Da Ja. hat keiner mit gerechnet. Allerdings nicht. Du selber nicht, nee. Du selbst am wenigsten. Das sind schon vier Eisenblöcke. Ich brech weg. Wahnsinn. Dann haben wir schon Das war's aber auch. eine Hacke haben wir dann schon. Das war's auch. Fünf Eisenblöcke habe ich. So, also ich will auf jeden Fall dieses pimmelige Haus jetzt noch fertig kriegen in der Folge. Auch wenn wir schon. Nee, wir sind jetzt exakt drüber. Also wirklich Oh, eine scheiße, Minute. nein. Wasser, Wasser, Wasser. Es füllt sich alleine mit Wasser wahrscheinlich. Das ist sehr gut. Das mag ich. Wo war denn hier? Hier hinten ist die witzige Fichte. Du. Zack, zack, zack. Oh. Oh! Trinkst du gerade Viel, viel besser. oder was? Ja, ich bin gerade fast ersoffen tatsächlich. Waren die Also ich will Zwerge wieder jetzt. zu gierig, ja, und haben zu tief gebuddelt? Die Zwerge haben zu tief und zu gierig ins Herz des Berges geschürt. Das ist ja ultimativ ärgerlich. Ja, aber eigentlich Was ziemlich cool, tatsächlich wenn ich hier im Vergleich zu 7 Days ganz cool ist, du kriegst ja halt relativ schnell was hochgezogen, ne? Also so in der Ja. ersten Folge in 7 Days eine Basis gleich haben, das kannst du vergessen. Das ist definitiv nicht drin. Das klappt da nicht. Ist halt geil schnelllebig. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum so viele junge Leute das einfach gerne spielen. Weil man halt nicht so viel Geduld braucht. Und Geduld ist ja heutzutage Mangelware. Also oft. Schön. Ne? Spricht ja, das ist ja nicht bei allen jungen Leuten so. Dass ich über junge Leute rede, fühle mich glatt alt bei. Ein bisschen, Ich meine, ich sitze hier in meinem Zimmer und spiele Computer. Also, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt als erwachsen definieren würde. Spielt man wirklich Computer? Ja. Also, habe ich immer so genannt. Ich weiß nicht, wie du das nennen würdest. Spielst du nicht auch Konsole? Oder wie nennst du das? Ich nenne es PlayStation. Ich spiele PlayStation, ja. Aber dann ist, ich spiele Computer ja genauso richtig, oder? Klingt aber irgendwie doof. Findest du? Ich gar nicht. Ja. Irgendwie läuft es trotzdem ins Behämmert. Das Spiel gerade. Das nervt mich. Ich bin unzufrieden. Wann bist du eigentlich mal zufrieden? Nie. Ja. Jetzt brauche ich noch einen Schweineeberkopf oder so. Dass ich vorne ans Dach hängen kann. Ey! Scheiße. Oha. Mit meinem Herz überlebt den Sturz. So, ich Hättest es glaube, fast eher ich geschafft, ne? muss tatsächlich ins Wasser springen und noch mal ein paar Fische töten. Irgendwie habe ich ein kleines Ernährungsproblem. Wahrscheinlich Scheiße. kommt auf dem Weg jetzt wieder irgend so ein scheiß Zombie mit einem scheiß Dreizack und tötet mich hart. Oh, ich glaube, ich habe gerade aus einem Fisch zwei Viecher rausgeholt. Boah, ich hab's gewusst. Er Natürlich ist kann es auch passiert. nichts, er kann auch nichts. Alter, wie sie mich nerven. Diese Unterwasserpimmelköpfe, ey.
So viel zum Thema, man stirbt nicht so oft. Ich wollte gerade sagen, das solltest du nochmal in Schwarz-Weiß und Zeitlupe einblenden. Ja. Also in Minecraft stirbt sich das nicht so einfach oder so schwierig, keine Ahnung. Schnell. Ne? So es schnell. Gibt nicht so viele Gefahren. Ja, es ist jetzt quasi eine Pro-Map. Eigentlich relativ easy, ne? Ziemlich casual das Game. Ich habe halt noch nie Wasser gespielt, so viel. Zu meiner Verteidigung. Ja. So, aber jetzt habe ich zumindest wieder die Ernährungsleiste voll. Viel Erfahrung habe ich auch nicht verloren. Na toll, da ist Eisen und jetzt habe ich hier so ein Wassereisen. Verfluchte Kacke. Du hast Wassereisen? Wassereinbruch und ich habe Eisen gefunden. Ja, das ist schlecht. Oh, ich hasse es. Dann mach doch einfach den Wassereinbruch zu. Das geht nicht, das kommt einfach durch den scheiß Kies durch. Durch den scheiß Kies durch. Kies. Durch den Kies kommt Wasser? Ja. Das ist ja freaky. Das ist Pimmel, ist das aber voll. Ja. Arsch! Oh, bin ich schon wieder runtergeflogen. Also wie gesagt, man stirbt halt echt öfter an Dummheit als an allem anderen. An was? An Dummheit. Oh, jetzt habe ich keine Spitzhacke mehr. Das ist ja ärgerlich. Soll ich die eine runterschmeißen? Nö. Ich habe ja zum Glück genug Steine und Stöcke nutzt. So. Dann steht auch erstmal unser Dach. Jetzt muss nur noch. Ja, eigentlich nichts mehr. Das heißt, das war's gleich mit der Folge, Michi. Unfassbar. Ja. Ratzfatz ist passiert. Einfach so. Ich habe kaum was mitgekriegt von dem, was du da getan hast. Ja, und ich kaum was von deinem Loch gebuddelt. Ich bin tief. In einem Tief? Hast du Depressionen? Was los? Ja, das auch. Erzähl mir, was los ist. Ich will es verstehen. Ich will dich verstehen. Ja, aber ich sehe das einfach mal so. Ne? Zu zweit konnten wir jetzt wesentlich schneller Ressourcen farmen. Und dadurch auch ein bisschen mehr zeigen in der ersten Folge. Ne, hätte ich hier alleine vor mich hingepimmelt, ich hätte jetzt wahrscheinlich noch nicht mal ein halbes Haus. Ich würde gerne mal das Wasser abstellen können. Stell doch mal was Wasser ab. Mach doch einfach den Kies mit richtigen Steinen. Ah. Irgendwas, ich habe jetzt irgendwas blockiert. Tada. Es war nicht Kies, es ist durch Andesit gekommen. Wie kommt es durch Andesit, Alter? Weiß ich nicht, wenn ich wüsste, was Andesit ist. Also, ja, dieser helle Stein. Ja, ich oder weiß, wie er aussieht. Wie er im Spiel aussieht, weiß ich. Diorit. Okay. Wie heißt das? Diorit. Diorit. Ja, Diorit, Diorit. Geodät. Wieso? Ja, Spalten oder Buddeln. Zack. Ich finde es ja auch toll, dass hier nichts kaputt geht. Also, dass alle Sachen einfach schweben können. Macht doch erstmal Sinn. Ja, das erleichtert den Umbau so dermaßen. So. Wie gesagt, es ist ziemlich casual, aber auch ziemlich komplex. Ja. Casual, aber komplex. Es ist die perfekte Balance, würde ich sagen. Also, würdest du jetzt sagen, Minecraft ist komplex? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Also bautechnisch und alles? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Jein. Bautechnisch, mineraltechnisch. Also ich finde schon, das geht nach vorne. So. Darf ich noch zwei von haben? Zack. Nee, das waren die falschen. Scheiße. So. Möchtest du nach Hause kommen? Den Zuschauern tschüss sagen. Moment, ich bin gleich da. So. Ich möchte auch einfach mal an das Loch hier gucken, was ich gebaut habe. Ein wunderschönes Loch. Hast du genug Leitern? Jetzt habe ich hier so ein Loch mitten. Moment mal, warte mal. Ich muss mal gerade. Ich sehe da schon jemanden reinfallen. Was machst du denn? Wirst du gleich sehen.
Ob ich hier vielleicht weiter buddeln möchte? Ja, sollst du ja auch. Nur warte mal ab, ey. Das ist schon wieder eine Eile, legst du hier an den Tag, ey. So, Moment. Oh, das Haus ist hübsch geworden. Ja, es geht. Wo ist es? Oh ja, die finde ich schön. Die nehme ich. Also ich hätte nicht gedacht, dass du hier in der Zeit so was hübsches Zimmer hast, ne? Aber jung, ich bin... Ich höre einen Loop von dir, was ist denn hier los? Warte mal. Plock. Plock. Was war das denn jetzt schon wieder? Weiß ich nicht. So, ne? Wie ist das? Phänomenal. Ja, ne? Kann auch keiner mehr reinfallen. So, warst du im Haus drin? Nein, noch nicht. Warum nicht? Ne, willst du mir echt sagen, dass du die ganzen Blöcke da unten schweben lassen willst? Ich meine, es ist hübsch und so, ja, ne? Aber Eis. Was? Die verschwinden doch, die despawnen noch. Die sollen jetzt sofort. Das nervt mich gerade richtig, Alter. Alter. Sammel, ich jetzt wieder dabei. Mach das weg. Weißt du, ich verreck jetzt dabei, bloß weil ich hier deine pimmligen Blöcke einsammeln muss. Das sieht lustig aus, wie du da unten rumschwimmst. Guck mal. Guck mal. Ja, pass auf. Du machst gleich das gleiche Weg. Du sitzt gleich hier oben, du moderierst ab und ich schwimme da unten rum und ertrink wahrscheinlich. Das wird ein lustiges Bild. Das wird ein lustiges Ende. Ja. Also, mal schauen. So, gucken wir uns doch mal den Michi an, wie er da unten rumschwimmt. Hui. Und ab ins Wasser. Ja, moin. Was geht? Ja. Also, es sieht aus, als würdest du laufen. Aber okay. Du hast einen Zombie hinter dir. Okay. Und damit vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Gerne auch ein Abo. Und vielleicht sehen wir jetzt noch den Gowski sterben. Nein, er kann sich noch retten. Unglaublich. Alles so. Aber den Zombie. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Euer Ragnar Bertoldsson und Michi. No budget nerd. Ah, guck mal, da ist er. So, yeah. Reingehauen. Ciao. Ciao. Dun 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 d